Ja, willkommen bei Tacheles, liebe Zuschauer. Und wie ihr schon am Hintergrund und an der Akustik erkennen könnt, ich sitze nicht zu Hause bei mir in München, sondern bin in der weiten Welt unterwegs, heute mit einem Piratenschiff im Hintergrund sogar. Also ich sitze hier in einer Hotellobby, in einem akustisch nicht ganz optimalen Raum. Ich hoffe, ihr könnt das nachsehen. Wir schauen aber natürlich wieder auf die Geschehnisse der letzten 2 Wochen. Schon wieder sind 14 Tage vergangen und natürlich wollen wir, auch wenn ich auf Reisen bin, nicht darauf verzichten zu gucken, was der Thomas diese 2 Wochen alles ausgegraben hat. Ich hatte wenig Zeit, mich um seine Artikel zu kümmern. Ich bin schon gespannt, was er alles zu berichten hat und dann steigen wir jetzt einfach direkt ein. Also viel Spaß, hier ist Tacheles Ausgabe Nummer 14 und erst jetzt los. Thomas, mein Lieber, schön, dass du wieder Zeit Max. hast. Du bist wieder in St. Petersburg, wie immer bei dir zu Hause. Ich erkenne dein schmuckes Muster an deiner Küchenwand. Und ich habe mir überlegt, dass wir erstmal erklären kurz das mit zu der Technik. Also das ist alles improvisiert. Wir machen hier wieder Hollywood aus der Hosentasche. Ich sitze hier mit meinem Laptop in einem Konferenzraum und deswegen ist das alles etwas suboptimal. Also wir bitten, das zu entschuldigen. Ich hoffe, ihr könnt über die technischen Unzulänglichkeiten einigermaßen hinwegschauen. Wir versuchen natürlich trotzdem, dass das alles inhaltlich deswegen umso besser ist. Ja, ist doch Ja. schön, ist doch schön, dass die Leute mal nicht über meinen Ton meckern, sondern über deinen. Und heute können sie sich über die Bücher, werden ihnen die Bücher fehlen, dafür haben sie Fische. Abwechslung ist alles. Aber ich find die echt nett, die Jungs hier, muss ich echt sagen. Die haben ja echt so ein kleines kleines Bötchen noch. Egal, komm, lass uns anfangen. Vor Thomas. allem die quatschen nicht dazwischen, ist doch gut. Pass auf, Thomas, ich habe mit dir Folgendes ausgemacht vorhin. Da ich jetzt keinen externen Monitor habe, kann ich euch auch leider nicht zeigen, was ich quasi auf dem Monitor präsentieren möchte. Deswegen bitte ich den Hofkapellmeister mal, den Artikel Nummer 1 einzublenden. Und zwar geht es da um einen, ja, wie soll ich sagen, einen Vorgang, der in der letzten Zeit hier viele Leute erregt hat, mich unter anderem auch. Es geht darum, die Waldbrände in Brasilien. Ich Ja, muss. also wir Warte, Thomas, haben wir. lass mich kurz erklären, Thomas. Ich bin im Vollbild gerade. Es geht um die Waldbrände in Brasilien. Das hat mich natürlich innerlich auch aufgeregt. Ich mag es nicht, wenn irgendwo Wald abgebrannt wird und viele Tiere und Menschen darunter zu leiden haben. Und ich dachte natürlich auch genauso wie jeder andere, auch krass, krass, diese Regierung in Brasilien, dieser Bolsonaro, das ist ja ein ganz, ganz schlimmer und so weiter und so fort. Und ich muss gestehen, ich habe das Thema auch nicht weiter verfolgt. Ich kann auch nicht auf jedes Thema draufspringen und habe auch gar nicht die Zeit und die Lust, jedes Thema im Detail zu ergründen. Und dann habe ich aber letzte Woche oder vor 2 Wochen war das sogar schon, eine WhatsApp bekommen von einem deutschen Ehepaar, das in Paraguay lebt. Und die haben in einem kurzen Video gesagt, also liebe Leute, wir sind jetzt hier genau auf dieser Stelle, wo im Satellitenbild der deutschen Medien gezeigt wird, hier soll es ganz mächtig brennen. Hier ist aber kein Brand, komischerweise. Und sie kennen auch niemanden, der von einem Brand erzählt hat. Und da habe ich mir gedacht, ne, das ist schon mal etwas komisch. Und dann habe ich folgenden Artikel entdeckt von Science Files. Und jetzt, Thomas, jetzt kannst du den gerne mal zeigen und mal ein bisschen runterscrollen, damit die Zuschauer verstehen, um was es da geht. Also das ist hier die Verbreitung von Waldbränden 2010. Und wie man da gut erkennen kann auf diesem Bild, ist in Brasilien ist ein bisschen etwas rot. Das Rot ist quasi Feuer und wenn man auf Afrika rüberschaut, sieht man, dass in Afrika im Jahr 2010 sehr viel mehr gebrannt hat, ohne dass das irgendjemand interessiert hat. Genauso sieht es aus in den Jahren 2011, 2012, 13, 14 und 15. Also das ist ein Artikel von Science Files, den könnt ihr natürlich dann unten anschauen. Und das, Thomas, bitte nochmal runter, wo diese Striche drin waren. In diesem Bild, und zwar das, genau das. Das ist die folgende Abbildung, stammt von der NASA und von MOIDS, was auch immer das heißt. Die zeigt die Brandherde für den 23. August 2019. Rote Punkte geben Brandherde an. Und wie man da sehr schön erkennen kann, ist die Waldbrandsituation in Afrika um Vielfaches schwieriger oder nicht schwieriger, größer zu bewerten, weil das, was in Brasilien passiert. Der Autor von dem Artikel hat auch geschrieben, die Heuchelei der Regenwaldwetter ist nicht mehr steigerbar. So viel dazu zu diesem Thema. Es wundert mich ehrlich gesagt selber ein bisschen,
dass ich dieses Thema nicht vorher gecheckt habe. Wie gesagt, ich kann mich nicht um jedes Thema sofort kümmern, aber das ist für mich so ein Paradebeispiel dafür, wie man einfach ein Thema setzt in den Medien und das dann immer weiter kolportiert wird, ohne dass die Leute dann die Möglichkeit haben, das mehr oder weniger zu recherchieren. Natürlich, Leute haben die Möglichkeit, das zu recherchieren, aber es macht halt fast niemand. Wer macht sich schon die Mühe, zur NASA zu gucken und was sagen die anderen Homepages darüber? Also das ist etwas, was mich irgendwie, wie soll ich sagen, etwas nervt, weil hier haben wir wieder mal diese Situation, dass unsere Massenmedien nicht wahrheitsgetreu berichten und das regt mich einfach tierisch auf. Wie geht's dir da, Thomas, mit dem Gedanken? Ja gut, das haben wir ja vorher besprochen. Das ist nicht mein Thema, weil ich dazu keine Quellen habe. Das heißt, du hast was gefunden. Ja, es bestätigt, was ich sage. Immer wieder die Medien, wenn sie jetzt jemanden zum Boomer machen wollen, finden sie was. Scheint ja so zu sein, dass es auch bei den Waldbränden so ist, dass sie jetzt da anscheinend die Afrikaner gerade netter finden als den Brasilianer. Mhm. Ist jetzt überraschend. Also, aber wie gesagt, Hintergrundwissen habe ich dazu nicht. Von daher kann ich dazu jetzt wenig erzählen. Mir geht es also, viel mehr darum. Ich kann es mal anders sagen. Also in Russland ist das ganze Waldbrandthema eigentlich in den Medien nicht präsent. Beispiel, es gab vor einigen Wochen Waldbrände in Russland, sehr große in Sibirien. Das war ein echtes Problem. Und das haben die deutschen Medien ja auch teilweise berichtet. Dann habe ich ein Schreiben aus Kanada bekommen, eine E-Mail, wo mir ein Kanadier sagte, komisch, bei uns brennen die Wälder jedes Jahr. Und das interessiert in Kanada keinen Menschen, weil sie sagen, Waldbrände gehören zur Natur und die lassen sie brennen. Ja, also ich bin kein Waldbrandexperte, aber anscheinend sind die in Kanada sehr entspannt. Als in Russland die Wälder brannten, war es ein Problem. In Brasilien ist es jetzt ein Problem und in Afrika anscheinend nicht. Ich bin da kein Experte, aber dass die Medien punktuell berichten, wo es ihnen passt, ist jetzt nichts, was mich überraschen würde. Aber wie gesagt, ich kann dazu sonst nichts sagen. Ich bin da an dem Thema nicht. Kennst du dich mit dem brasilianischen Präsidenten ein bisschen aus? Hast du dich damals schon mal beschäftigt? Der wird ja in unseren Medien, kommt ja nicht so gut weg. Ja, den finde ich merkwürdig, den Typ. Also ja. In den Medien kommt er nicht gut weg, obwohl er ja eigentlich eine sehr NATO-konforme Rolle spielt. Der ist eben einfach zu politisch inkorrekt. Der ist ja nur ein Knallrechts und in allen Dingen, ja, der vertritt ja sehr merkwürdige Thesen. Ich bin jetzt kein Experte, was diesen Mann angeht, aber ich finde es immer interessant, dass der so schlecht wegkommt, weil eigentlich hatte ich erwartet, dass der in den Medien besser wegkommt, weil er ja doch sehr die pro-westliche Agenda spielt insgesamt. Mhm. Also ich habe... Es ging ja sogar um eine Kooperation von Brasilien und der NATO, soweit war es ja schon. Mhm. War schon im Gespräch, also fand ich ganz lustig. Ist nicht unser großes Thema heute. Mir ging es eben nur darum, wie man dieses Thema gesetzt hat. Hier wird die Lunge der Erde vernichtet und der Bolsonaro ist der Schuldige. Und wenn man genauer hinschaut... Anderes Thema gebracht, wo ich jetzt sage, das können wir auch noch mal kurz zeigen nur. Da kannst du in drei Worten was zu sagen. Wie gesagt, ich sage es immer wieder, Klimawandel ist nicht mein Thema. Ich kenne mich da nicht aus. Aber du hast mir, und ich war ja auch skeptisch, das jetzt zu nehmen, aber du hast mir einen Artikel gezeigt, den ich jetzt gleich einblende. Da kannst du mal eben so drei Worte zu erklären, worum es geht. Und dann kann ich mal erzählen, warum ich den auch interessant finde, obwohl es nicht mein Thema ist. Das war die Geschichte hier, die kam als Tagesdosis bei KenFM. Kann sich also jeder Podcast anhören. Da kannst du mal in zwei Worten erzählen, was ist denn hier das Spannende an dem Thema? Also, es geht um Folgendes. Es gibt einen Klimaprofessor, der heißt Michael Mann. Und dieser Michael Mann, der hat Anfang des 2001, hat der mit einer Computersimulation die sogenannte Hockeystick-Kurve generiert. Also sprich, er hat die Klimadaten zusammengestellt und hat dann diese Grafik gezeigt, die mehr oder weniger, der Inhalt von dieser Grafik ist, dass die Temperatur mehr oder weniger gleich geblieben ist in den letzten 1000 Jahren und erst mit dem Beginn der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts hat dann die Temperatur angefangen, sich nach oben zu bewegen. Und die Schlussfolgerung von diesen Datenreihen war eben, dass das aufgrund der CO2-Emissionen der Menschen, dass das die Folge daraus ist. Dieser Graph, diese Technik, das so darzustellen, das war immer wieder Kritik. Und Mr. Mann war jetzt vor Gericht. Er hat sich also mit einem anderen Wissenschaftler vor Gericht auseinandergesetzt. Und in einem Satz ist es dabei herausgekommen, dass Michael Mann hat sich geweigert, die Quelldaten seiner Simulationen und seiner Berechnungen offenzulegen. Er hat also eine Niederlage bei Gericht
nicht zugestanden, wie sagt man, akzeptiert. Er hat sie akzeptiert. Er zahlt lieber wirklich sehr viel Geld. Es wird in dem Artikel von ein paar Millionen Dollar gesprochen, weil er muss sämtliche Prozesskosten zahlen. Er hat es lieber vorgezogen, sämtliche Quelldaten geheim zu halten und die Millionen zu zahlen. Aber er gilt weiterhin als der Klimapapst schlechthin. Und in meinen Augen ist das eigentlich ein Sargnagel, also wirklich das Todesurteil für diese ganze Klimapanik, weil auf diesen Graph stützt sich diese ganze Hysterie in der heutigen Zeit. Dieser Mann hat nämlich nachweislich betrogen. Er hat die mittelalterliche Warmzeit und auch dann die danach folgende Kaltzeit einfach herausgerechnet aus diesen ganzen Modellen. Ihr müsst diesen Artikel, der unten verlinkt ist, unbedingt in Gänze lesen. Da könnt ihr euch dann ein Bild drüber machen, was das bedeutet für diese ganze Hysterie. Also das habe ich jetzt vor ein paar Tagen erst so nebenbei aufgeschnappt. Und ich finde es natürlich schon super, dass jetzt vor Gericht quasi das so weit gegangen ist und er dann mehr oder weniger den Schwanz angezogen hat. Ja, sag mir es mal einfach so salopp. Ja. Was ich spannend finde, wie gesagt, ist ja nicht mein Thema, da kennst du dich besser aus als ich. Hockeystick habe ich gehört. Was ich spannend finde, ist, dass der Artikel unabhängig jetzt von dem Hintergrundwissen, dass ich nicht beurteilen kann, was du besser kennst als ich, dass eben ganz nebenbei so eine Sache, die Legende Lügenstraf, die Klimaforscher werden sich alle einig, wenn die sogar um die Frage prozessieren. Da muss ja einer dann irgendeine andere Meinung haben, dass er überhaupt prozessiert. Also so weit her kann das mit der Einigkeit nicht sein. Und das ist ja das, was ich, der ich viel ausländische Medien lese, um die Meldungen auch zu sehen, die in Deutschland nicht kommen, immer wieder erlebe. Die in Deutschland propagierte Einigkeit der Klimaforscher beim Thema menschengemachter Klimawandel ist keineswegs eine so große Einigkeit, wenn man Englisch oder Russisch oder eine andere Sprache kann. Da kommen plötzlich ganz andere Dinge raus. Was ich erzählen wollte kurz, warum ich jetzt, zeige ich mal ganz kurz den Artikel, sehr interessant finde, ist nämlich der Autor. Das ist Rainer Rupp. Und Rainer Rupp ist ein Mensch, dessen Analysen ich sehr schätze. Rainer Rupp war seines Zeichens bei der NATO und war seines Zeichens DDR-Spion. Der war bei der Geschichte 82 Abel Archer eine wichtige Person. Er ist vielleicht einer von denen, die den Dritten Weltkrieg damals als Missverständnis verhindert haben. Er wurde später nach der Wende verhaftet, ne, als DDR-Spion, hat ein paar Jahre im Knast abgesessen und ist heute ein Analyst, der immer wieder sehr, sehr spannende und sehr fundierte Artikel schreibt, weil der eben das gesamte Thema Geopolitik, auch Waffen und so weiter von innen kennt und auch aus seiner Zeit noch immer Leute hat, die viel mit ihm reden, dass der sich zum Klimawandel äußert und diese Sache so da in dem Podcast, in dem Artikel dargestellt hat, ist für mich ein Beleg dafür, dass das gutes Material ist, weil der Rainer Rupp, den habe ich noch nicht dabei erwischt, dass er irgendwelche schlechten Quellen hat. Das jetzt nur von mir, der ich mich in dem Thema nicht auskenne, aber allein Rainer Rupp ist für mich eine Sache, da lohnt es sich zu gucken, weil den versuche ich immer wieder zu finden, dass er mal irgendwas Falsches zitiert oder eine falsche Quelle hat, das ist mir nicht gelungen, der Mann macht gute Arbeit. Okay, ja, danke für den Hinweis. Hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm, das mit seinen Quellen und was der vorher gemacht hat. Okay. Ja, ich gucke aber nach, wer schreibt was. Also, ne, ich kenne deinen Science-Blog, den ersten Artikel, den kenne ich nicht, da habe ich mich sehr zurückgehalten, weil ich das nicht beurteilen kann. Rainer Rupp kann ich beurteilen. Also, das ist eine gute Quelle. Der, wenn der sich auf was beruft, der hat das gelesen, der weiß, was er sagt. Also, unbedingt lesen, beide Artikel im Untergrund, Untergrund sage ich schon, unten am Video dran. Der nettliche Herr vom Housekeeping macht hier gerade so Lärm. Das ist doch schön, lässt mich Kaffee bringen, das ist doch gut. Und, solange nicht jemand kommt und die Fische füttert, alles gut. Thomas, lass uns auf deine Themen einsteigen. Ich hatte, wie gesagt, hier wenig Zeit die letzten Tage, um mich in deine Artikel reinzuarbeiten und sie durchzulesen. Die sind ja Gott sei Dank immer sehr überschaubar und gar nicht so schnell, aber ich war hier wirklich sehr beschäftigt. Lass uns doch gleich mal auf einen deiner aktuellsten Artikel kommen. Es geht um den Flüchtlingsdeal mit der Türkei. Wir wollten, wo wir beim Thema waren, noch kurz gucken, wie eigentlich die Russen über Greta berichten. Ach stimmt, stimmt. Unsere heilige Greta. Unsere heilige Greta haben wir ja noch gar nicht besprochen. Ja. Wir also, wissen ja, das Mädel ist nach New York gefahren und mit großen Fanfaren dann da eben in dem Hafen eingelaufen. Viele Schiffe sind ihr entgegengekommen, aber das Empfangskomitee, also ich glaube, das Albertus-Magnus-Gymnasium in München, das hätte mehr Leute am Freitag mobilisiert, um sie zu begrüßen, wie ganz New York. Das scheint also so zu sein, dass das nicht unbedingt in der ganzen Welt, vor allem nicht in Amerika, so einen Anklang findet wie bei uns. Kannst du das erklären? Es interessiert das einfach kein Mensch da drüben? Ja, tatsächlich nur da. Ich habe da schon für längere Zeit einen Artikel geschrieben, den ich auch verlinkt habe. Das kann ich, zeige ich gleich alles mal, was ich da wo verlinkt habe. Also auf jeden Fall der Punkt ist,
diese ganze Geschichte, die in den deutschen Medien kolportiert wird, Greta wäre ein weltweites Phänomen, ist kompletter Blödsinn. Das kann jeder überprüfen, indem er zum Beispiel bei Wikipedia mal auf den Artikel von Greta Thunberg geht und einfach mal durchklickt, in welche Sprachen, kann man ja links sehen, ne? Andere Sprachen anschauen. Und dann stellt ihr ganz schnell fest, Deutschland hat einen Artikel mit riesenlang und 300 Links oder so Quellen. Und dann geht ihr auf Koreanisch, da ist das so ein kurzer Artikel mit 4 Quellen. Das interessiert kein Schwein, die wissen gar nicht, wer das ist. Also es ist wirklich ein Thema, das die Medien in Westeuropa hypen und das kannst du an den Sprachen auf Wikipedia sehen. Da musst du ja gar nicht gucken, wie gut Wikipedia ist. Du siehst einfach nur, da ist ein Artikel und in welcher Sprache hat er wie viele Links. Dann kannst du schon erkennen, wie wichtig das Thema in dem Land überhaupt ist. Und das habe ich mal analysiert. Den Artikel packe ich dann auch noch drunter. Und drauf gekommen bin ich, weil mich das Thema in Russland gar nicht interessiert. Hier gibt es das Thema nicht. Weil mich mein Leser gefragt hatte, was wird in Russland über Greta berichtet. Und da habe ich dann gesagt, ja nix. Da habe ich auch mal die Google-Suche verglichen. Da gab es in Russland irgendwie, weiß ich, 400.000 Treffer und in Deutschland 40 Millionen. Also das kennt einfach keiner. Und so war ich sehr überrascht, als das russische Fernsehen jetzt doch tatsächlich über Greta berichtet hat. Muss ich da gleich übersetzen, was die da erzählen. Und die haben also dann im russischen Fernsehen eben tatsächlich dann erzählt, haben auch die Bilder gezeigt, wie sie in New York angekommen ist, wie sie alleine vom Schiff gekrabbelt ist und da irgendwie 3 Dutzend Leute sie empfangen haben. Also irgendwie hatte New York Besseres zu tun. Und die Russen machen das, was man bei uns Verschwörungstheorie nennt. Die gucken nämlich nach, ja, wer steht denn dahinter? Und dann haben sie eben festgestellt, dass dahinter ein Marketingprofi steht, der sie pusht und so weiter. Dann kommen auch Politologen zu Wort, die also erklären, dass Greta, ja, besser hätte man sie nicht casten können. Und am Ende kommt eben dann die große Frage, ne? Sie vergleichen das mit der, wer sich erinnert, Malala Yousafzai. Oder wie auch Yousafzai oder wie die hieß, die Pakistaner, die den Friedensnobelpreis bekommen hat, weil sie sich für Frauenrechte eingesetzt hat. Die wurde früher mal vor 5 Jahren gehypt, heute kennt die kein Mensch mehr. Und die Russen sagen, das wird wohl auch Greta so gehen, die wird heute gehypt und ist morgen weg. Und da ist eben die Frage, ne, im letzten Satz, die Frage ist, ob die Menschen in ihrer Umgebung, also rund um Greta herum, auch so naiv sind, wie das Kind, das hier offensichtlich für irgendwas benutzt wird. Solche Sachen sagen die Russen im Fernsehen offen, dass hört man in Russland, in Deutschland gar nicht. Und das fand ich interessant. Und wie gesagt, es war tatsächlich der erste Bericht über Greta im russischen Fernsehen, der jetzt mal gekommen ist. Das ist schon eine andere Berichterstattung als im Westen. Ich habe gerade dieses Bild gesehen von dem Magazin, wo sie drauf eingeblendet ist. GQ ist das, glaube ich, mit dem Anzug. Can you hear me? Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Vor kurzem hat bei einem VW-Werk in Deutschland eine Gruppe von Klimaaktivisten den Zug gestoppt, der vom Werk weggefahren ist. Ich weiß nicht, ob das Wolfsburg selber war. Auf jeden Fall, das war ein großer Zug mit lauter VWs drauf. Die Aktivisten haben sich auf einer Brücke, auf einer Flussbrücke, Eisenbahnbrücke festgekettet. Und ich erinnere mich daran, dass ein Banner, ein großes Poster oder ein großer Schriftzug an dieser Brücke aufgehängt wurde und da waren diese Worte von dem kleinen Mädel drauf, I want you to panic. So, ich will nicht, dass ihr zuhört, ich will, dass ihr Panik habt. Und da ist mir aufgefallen, was für einen ikonenhaften Status dieses kleine Mädel jetzt schon da bekommen hat und ich traue mich eigentlich jetzt Brief und Siegel wetten, dass dieses arme Kind mit dem Friedensnobelpreis da malträtiert wird in der nahen Zukunft. Glaubst du, da liege ich falsch? Wir können Wetten abschließen, aber ich wette jedenfalls nicht dagegen. Die Wahrscheinlichkeiten stehen gut. Wobei, wie gesagt, der Friedensnobelpreis ist ja, ne, seit Obama spätestens disqualifiziert. Das ist auch eine Lobbyveranstaltung. Und wenn man sich jetzt das anguckt mit der Pakistani vor 5 Jahren, die wurde in den Medien hochgehypt, weil sie in Pakistan für Frauenrechte gekämpft hat. Dann gab es ein Jahr lang Schlagzeilen und keiner weiß mehr, wer die ist. Das sind so Themen, die werden durch das mediale Dorf gepeitscht und brauchen sie jedes Jahr was Neues anscheinend. Jetzt ist Greta dran. Mhm. Aber erinnere dich dran, dass ja schon Al Gore im Jahr 2007 den Nobelpreis bekommen hat, 7 oder 8, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, und gleichzeitig noch den Oscar. Also wenn es darum geht, so eine globale Agenda so richtig durchzupeitschen, dann nimmt man sich gerne diesen Preis vor und sagt so, der kriegt ihn jetzt, der soll die Marschrunde festlegen. Wer die Marschrunde festlegt, ist noch die Frage. Es ist ja immer die Frage, ist der Hampelmann vorne derjenige, der die Marschroute festlegt? Weil, seien wir ehrlich, also eine Greta, das ist der Punkt, warum du diese Geschichte in Russland keinem erzählen kannst.
wenn du in Russland jemandem erzählst, gewinnt ein Mädchen einen Schreibwettbewerb, stellt sich mit der Papptafel vor die Schule und wird 2 Monate später zur Weltklimakonferenz in Polen eingeladen und nochmals einen Monat später nach Davos zum Weltwirtschaftsgipfel. Ja, Freunde, die Russen glauben so einen Quatsch nicht. Wenn sowas passiert, dass bei so einem Aufstieg kommt und so medial gehypt wird, dann ist das klar, dass da irgendjemand dahinter steht, der das will. So, können wir jetzt lange diskutieren, wer das ist und mit welchem Interesse. Nur stellt euch vor eure Arbeitsplatz mit einem Pappschild. Ich bin sicher, ihr seid nicht im Dreivierteljahr in Davos. Damit ist alles im Grunde gesagt. Das heißt, es steckt da was hinter. Und du kannst eben beim Russen solche Märchengeschichten von Aschenputtel, die dann plötzlich dann in Davos landet oder jetzt in New York, die kannst du dem Russen nicht erzählen. Die Russen sind ihr Leben lang in den Medien belogen worden, bei den Zaren, bei den Kommunisten, die sind kritisch, genauso wie unsere lieben ehemaligen DDR-Bürger, die haben das auch schwer, solche Sachen zu glauben, weil sie eben wissen, dass die Medien auch gerne mal gesteuert etwas berichten. So, und deshalb, kannst du den Russen nicht verkaufen, so ein Quatsch. Es gibt in Russland keine Klimadebatte, also keine Klima-Fridays und so. Das haben die Russen nicht, weil, kannst du denen nicht erzählen. Wie gesagt, geht auf Wikipedia, ich verlinke auch den Artikel unter dem Video und guckt euch an. Ich verlinke also den Artikel, wo ich die Wikipedia-Artikel der verschiedenen Länder verglichen habe. Das ist jetzt ein paar Monate her, da kann sich was geändert haben. Könnt ihr anklicken, wie groß ist die Rolle, die Greta spielt in verschiedenen Ländern. Dann seht ihr ganz schnell, es ist ein Thema, das auf Englisch, auf Deutsch, ja, und im Grunde auf Französisch, ein bisschen Spanisch gehypt wird, sonst nicht. Ja. Koreanisch nicht, Israel nicht, Japan nicht, Indien nicht, Russland nicht, Persien nicht. In Afrika gibt es in den meisten Sprachen nicht mal einen Artikel, die wissen gar nicht, was da los ist. Und so weiter. Also es ist kein Thema. Mhm. Außer da, wo die Presse es in Westeuropa hypt. Mhm. Okay. Ja, danke für deine Gedanken. Und was du alles erzählen kannst über dieses Thema. Gerade eben, das muss ich jetzt hier mal zum Besten geben, der Herr Röper hat gerade noch geschimpft wie ein Rohrspatz, dass er dazu eigentlich gar nichts sagen kann. Und dann kam hier so eine Nummer raus, gell? Also, finde ich schon nicht schlecht. Der Unterschied ist, ich kann nichts zum Klimawandel sagen. Den kenne ich nicht. Aber zu der medialen Verarsche, die mit dem Klimawandel getrieben wird, dazu kann ich was sagen. Und genau das wollte ich von dir hören. Solche Einschätzungen. Deswegen machen wir ja die ganze Nummer. Genau. Also ich hoffe wirklich, dass das geht mit dem Klang. Ich muss mich hier so dämpfen, das schallt hier wie in einer Kathedrale. Ja, glaub mir, das hört sich scheiße an, aber das ist heute so. Liebe Zuschauer, sorry. Müsst ihr jetzt durch. Thomas, lass uns in deine Themen einsteigen. Du hast was über den Flüchtlingsdeal mit dem Obama, mit dem Mr. Ach, jetzt fällt mir nicht richtig sagen, türkischer Regierungspräsident Erdogan. So heißt er, ja. Also, der hat sehr viele Flüchtlinge im Land und hat mit Merkel vor ein paar Jahren einen Deal abgeschlossen. Und offensichtlich sieht es so aus, wie wenn das Ganze jetzt auf sehr tönernen Füßen steht und uns auf unsere Füße fallen könnte. Was ist da los? Was kannst du uns sagen? Das ist eins der für mich immer am spannendsten Themen, weil wer jetzt keine deutschen Nachrichten verfolgt, sondern sich mal in anderen Sprachen umhört, der stellt fest, dass seit Juli die Türkei furchtbar schimpft und führende Minister sagen, eigentlich ist dieser ganze Flüchtlingsdeal weg. Den gibt es im Grunde nicht mehr. Der Grund ist, dass die EU den Flüchtlingsdeal gebrochen hat oder besser gesagt nie eingehalten hat. Es wurde vereinbart, Türkei behält die Flüchtlinge und kontrolliert die Grenze zur EU. Es wurde vereinbart, wer nach Griechenland kommt trotzdem und keinen Asylstatus bekommt, den nimmt die Türkei zurück. Die Türkei hält sich an diese beiden Verpflichtungen. Im Gegenzug hat die EU gesagt, wir geben euch Geld und wir machen Reiseerleichterungen für Türken. Die brauchen ja noch immer ein Visum, wenn sie in die EU wollen. Die Visa schaffen wir ab. Das war 2016. Die EU hat noch immer nicht alles Geld bezahlt, was sie versprochen hat. Und vor allem, sie hat die Reiseerleichterung für die Türken nie gemacht. Also die brauchen immer noch ein Visum, da ist nichts passiert. Das heißt, die EU hat ihre Verpflichtung nicht erfüllt. Hinzu kommt, sie streiten sich jetzt über Gasförderung vor Zypern. Da wollen die Türken nach Gas bohren. Und die EU redet sogar schon von Sanktionen gegen die Türkei. Deswegen ist in meinen Augen jetzt kein guter Zeitpunkt dafür. Und darum ist in der Türkei den Leuten die Kragen geplatzt, also richtig. Und haben jetzt gesagt, okay, dann könnt ihr die Flüchtlinge ja wieder bekommen. Wir können ja die Grenzen nicht mehr so streng kontrollieren. Das war im Juli.
Es ist in Deutschland, gab es kein Wort. Ich habe darüber berichtet, Ende Juli schon, als das im russischen Fernsehen kam. Also ich habe es nicht mal aus den Nachrichtenagenturen genommen, da kam es noch früher. Dann als die Russen schon im Fernsehen große Reportage hatten, da habe ich darüber das erste Mal berichtet. Wir lesen jetzt vereinzelt in den deutschen Medien, Griechenland, Lesbos, oh, da kommen wieder so viele Flüchtlinge an und das ist ganz schlimm und Griechenland muss die schon aufs Festland schaffen. Komisch. So, aber immer O-Ton, irgendwie kommen plötzlich so viele, keiner weiß warum. Will die Türkei vielleicht Druck machen? Die fliehen von den Zuständen der Türkei, das ist ganz schlimm bei Erdogan. Oh, oh, die müssen jetzt, ne, so. Kein Wort in den deutschen Medien darüber, dass die EU den Flüchtlingsdeal nie gehalten hat. Sie hat also ihre Zusagen nie eingehalten. Das kommt in den deutschen Medien nicht vor. Und ich habe den Verdacht, das liegt an den Wahlen. Also wenn man jetzt sich vorstellt, dass plötzlich wieder so eine Karawane nach Griechenland und von da aus weiter nach Norden marschiert. Wir haben jetzt gerade zwei Wahlen gehabt am Wochenende in Sachsen und Brandenburg. Thüringen haben wir in 6 Wochen. Wenn das Thema in die Schlagzeilen kommt, dass die wieder marschieren von Süden nach Norden. Ich kann mir vorstellen, welche Partei dann eventuell eine Wahl gewinnt. Und das will man nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich habe den Artikel hier gerade heute geschrieben, weil heute kam wieder ein Artikel im Spiegel, wo der, also ich habe das genau auseinandergenommen, der ist genial. Das ist also wirklich aus dem Lehrbuch für Propaganda und es gibt eine 1+. Die haben es so geschickt hinbekommen, dem Leser Blödsinn zu erzählen und die Fakten in einem riesenlangen Artikel so gut zu verstecken und den Leser emotional so einzuschalten, dass er die Flüchtlinge bedauert. Also da ging es den ganzen Artikel um eine arme Familie. Und zwischendurch in all den Absätzen, war mal kurz ein kleiner Absatz drin über irgendwelche Zahlen, erhöhte Flüchtlingszahlen. So dann wieder die arme Familie. Und ganz, ganz geschickt gemacht, also Hut ab, eine Meisterleistung in Sachen Propaganda, was der Spiegel da verzapft hat. Aber die Kernaussage ist und bleibt, die EU hält sich nicht an ihr Abkommen, an ihre Verpflichtungen und die deutschen Medien berichten es nicht. Und das, was da in Griechenland sich abspielt, wird so dargestellt, als wenn, ja, keiner weiß warum, plötzlich kommen da viele Flüchtlinge und in der Türkei ist für die Flüchtlinge alles so scheiße, deshalb müssen die da weglaufen und ja, wir wissen auch nicht genau. Wirklich, das ist original, ja, das ist Lücken und Lügenpresse in einem. Also das ist schon wirklich dreist. Und ich kann das nur jedem empfehlen, lest euch das durch. Ich habe auch verlinkt die älteren Artikel. Das ist wirklich schon seit fast 2 Monaten Thema in der internationalen Nachrichtenwelt, nur in Deutschland nicht. Was würde das denn bedeuten, wenn sich nochmal so eine Flüchtlingskarawane auf den Weg macht Richtung Norden? Was denkst du, was dann da medial passieren würde und vor allem, wie die Stimmung sich entwickeln würde. Schieß mal ins Blaue, versuch einfach mal so zu denken, was würde jetzt mit den Erfahrungen von 2015, was denkst du, würde sich jetzt mit so einem erneuten riesigen Flüchtlingsstrom Richtung Deutschland, Norden weiter ereignen? Das ist für mich noch nicht mal die wichtigste Frage, weil also wie die Medien das versuchen dann zu verkaufen, weiß ich nicht. Und wie dann Hashtag heißt, Refugees Welcome in Deutschland, in Germany, weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir wieder so viele begeisterte Menschen am Bahnhof sehen würden wie 2015. Ich glaube, das wäre überhaupt erheblich weniger. Aber ich weiß nicht, wie die das verkaufen würden. Ich weiß aber was anderes. Der Flüchtlingsstrom 2015 war ein Witz. Syrien hat, was waren das, irgendwie 20 Millionen Einwohner. Wir reden im Augenblick immer noch von einer Kriegsgefahr im Iran. Im Iran sind alleine 5 Millionen afghanische Flüchtlinge. Im Iran sind 80 Millionen Einwohner. Wenn die da reinhauen und die fangen an loszulaufen, dann kannst du 2015 als Frühlingswindchen in die Tonne drücken. Das ist eine ganz andere Situation. Ich war ja mal im Iran und ich habe da noch immer einen Bekannten. Haben wir gerade heute gechattet. Und der hat mir geschrieben, die wirtschaftliche Situation ist ganz schlimm. Also er würde auswandern, egal wohin. Es geht wirklich ist perspektivlos im Moment ganz schlimm da. Ich will vielleicht sogar mal hinfliegen demnächst, mir das mal selbst angucken, weil das ist von hier aus nicht teuer. Aber auf jeden Fall, wenn das da losgeht, wenn die USA anfangen, in den Iran reinzubolzen, das sind nicht 20 Millionen Syrer, das sind nochmal 80 Millionen Iraner und 5, 6 Millionen Afghanen. Das ist eine ganz andere Marschrichtung. Also wie die Medien das verkaufen würden, weiß ich nicht. Und was dann passiert, ich will es mir nicht ausmalen. Mhm. Das ist eine Geschichte, die ist nicht lustig. Mhm. Wann nimmt das ganze Thema so richtig Fahrt auf? Was schätzt du? Wird das in den nächsten Tagen, nächste Tage, nächste Wochen, was vermutest du, ab wann das Thema so richtig, richtig aktuell wird? Ja gut, die Frage ist ja, können Sie es jetzt doch irgendwie deckeln? Also können sich die Türkei halbwegs beruhigen, dass man das Ganze auf Griechenland beschränken kann?
oder machen die sich wirklich wieder auf den Weg nach Norden? Einigen sie sich mit Erdogan doch noch auf irgendwas? Das kann man ja alles nicht vorhersagen. Also die Medien werden sicher versuchen, egal was passiert, das Ganze noch 6 Wochen unterm Deckel zu halten, damit in Thüringen die Wahl so ausgeht, wie man es möchte. Die haben wir noch vor uns, die Wahl. Und ich denke, wenn jetzt wieder für den Strom unterwegs ist, es gibt eine Partei, die würde sehr profitieren. Und das will keiner. So, von daher, ich will da wirklich nicht raten, weil da hängt das Spiel zu viel rein. Die Frage ist, machen die Türken die Schleusen auf? Fangen die Amerikaner an, den Iran zu bombardieren? Das wäre noch das Schlimmste, was passieren kann. Einigen sie sich alle? Kann man es auf Griechenland begrenzen? All das sind die Fragen, die da reinspielen. Und von daher zu viele Unbekannte, um eine Rechnung aufzustellen, also wann das losgehen könnte. Aber wie gesagt, in Griechenland ist es so, dass die Insel Lesbos komplett überfüllt ist, und zwar so schön, dass die Griechen, die Flüchtlinge inzwischen zu Tausenden aufs Festland rüberfahren, was sie ja die ganzen Jahre nicht machen wollten. Die haben ja ihr Flüchtlingszentrum in Lesbos, wo sie eben gucken, wer ist asylberechtigt und wer nicht. Und das haben sie inzwischen, das ist übergelaufen. Also da ist schon was los. Jetzt noch nicht das Ausmaß von 2015, 16, so schlimm ist es noch lange nicht. Wir reden jetzt so von 8.000 bis 10.000 Flüchtlingen pro Monat. Das waren ja mal in der Spitze 100.000. Also da ist noch Luft nach oben. Aber es ist eine Tendenz, es waren ja mal 1.000 oder so im Monat oder weniger. Es sind also jetzt schon, es geht auf die 10.000 wieder zu. Also da ist Bewegung drin. Und selbst der Spiegel sagt dann in seinen Nebensätzen dann schon, ja, also ob der Flüchtlingsdeal noch so hält, und die nächsten Monate saisonal, da wird es ja nochmal schlimmer Der Spiegel bereitet seinen Leser darauf vor, da könnte was kommen. Aber gleich vor dem Hintergrund, das ist ja nur, weil der Erdogan die so schlecht behandelt und überhaupt. Ja, der schwarze Peter wird woanders hingeschoben. Ja, die EU kann nichts dafür. Sie hat den Vertrag unterschrieben, nie eingehalten, aber die EU kann nichts dafür. Wird nicht mal erwähnt, die Tatsache. So, das ist ja, also das, was die Medien da veranstalten, weil wenn man das fragen würde, wie kann das sein, dass die EU einen Vertrag nicht anhält? So, und den Leuten das nicht erzählt, und wenn es dann losgeht, dann geht es wieder, aus heiterem Himmel, sie sind unterwegs, ja, wo kommen sie her, um Gottes Willen, weiß ich nicht. Konnte ja keiner ahnen. Und darum ist es mir so wichtig, dass ich darüber relativ viel schreibe, nicht weil ich jetzt Flüchtlingshetze oder sowas betreiben will, um Gottes Willen, aber sollte es losgehen, möchte ich einfach an den früher veröffentlichten Artikeln aufzeigen, und liebe Leute, nein. Es kam nicht aus einem Himmel. Es war absehbar. Und darum mache ich das so zum Thema, weil im Augenblick ist ja noch nicht viel passiert. Es kann was passieren, es kann vielleicht auch noch alles abgewendet werden. Aber wenn es passieren sollte, möchte ich einfach, dass es da ganz klar auf Deutsch Links gibt, wo man sagt, nee Leute, das war jetzt nicht wie 2015 Kups Überraschung, sondern das wurde euch verheimlicht. Das war alles. 2015 war es eigentlich für diejenigen, die sich damit ausgekannt haben, auch keine Überraschung. Also das hat sich auch schon angebahnt. Das war nur, weil die Merkel in einem Anfall von Großherzogtum das so bestimmt hat. Aber das ist nicht das Thema, worauf ich hin wollte. Thomas, ich habe eine technische Bitte. Könntest du deinen Laptop von der Helligkeit etwas dimmen? Das spiegelt sich in deiner Brille sehr stark und dann kann man deine Augen nicht so gut sehen. Wenn du es ein bisschen runterdimmst, dann ist es vielleicht einfacher. Aber du müsstest so, dass du es immer noch selber sehen kannst, alles natürlich. Ja. Jetzt muss ich jetzt in die Einstellung, muss ich mal gucken, versuche ich nebenbei. Ja, guck mal, einfach nur so nebenbei, vielleicht schaffst du es ja. Auf jeden Fall hast du mir gerade ein Stichwort gegeben, in dem du den Iran mit ins Spiel gebracht hast. Ich habe auch eine Überschrift bei dir gelesen, dass Monsieur le Président, Monsieur Macron, hat plötzlich eine Offerte auf den Tisch gelegt. Und zwar möchte er mit dem Iran jetzt wieder Geschäfte machen oder vielmehr die Beziehungen zu dem Iran normalisieren. Wir wissen ja, wie du es gerade auch gesagt hast, der Iran ist wirtschaftlich, liegt er mehr oder weniger fast am Boden durch die Sanktionspolitik seitens der Amerikaner und vieler anderer Länder. Also unter der Führung der Amerikaner leidet der Iran seit vielen, vielen Jahren unter einer ganz, ganz aggressiven Wirtschaftspolitik. Und jetzt stößt plötzlich der Macron vor und sagt, ja, er möchte hier einen Wirtschaftsdeal machen und möchte wieder normale Beziehungen anstreben. Wie kann man das einordnen? Das ist ja eigentlich etwas, was vollkommen aus der Reihe schlägt und so ganz und gar nicht transatlantisch ist. Ja, der Macron macht im Augenblick ganz verrückte politische Sprünge. Und zwar ging das los im Grunde so vor 2 Wochen mit G7. Macron hat sich unmittelbar vor dem G7-Treffen schon da vor Ort mit Putin getroffen. Da kam Putin nach Frankreich, da haben Macron und Putin so 2 Tage vor dem G7-Gipfel sich unterhalten. Auf dem G7-Gipfel hat Macron Überraschung den iranischen Außenminister eingeladen, der von den USA sogar sanktioniert wurde, und hat sich mit dem getroffen, während die anderen da beim G7-Gipfel irgendwo gesessen haben.
Und dann hat Macron letzte Woche, da habe ich auch drüber geschrieben, zwei Artikel, eine ganz spannende Rede vor den ausländischen Botschaftern in Paris gehalten, wo er sinngemäß sagte, die Zeit der westlichen Weltvorherrschaft ist vorbei. Wir haben jetzt eine Welt mit zwei Polen, bipolar, China und USA. Und wir in Europa, im Grunde stehen wir vor dem Ende unserer europäischen Zivilisation. Und wir können uns entweder zwischen den beiden Blöcken aufreiben lassen oder zum kompletten Stiefelhalter für einen von beiden werden, also USA dann. Oder aber wir tun uns mit Russland zusammen hier in Europa und werden ein Gegenpol, als dritter Pol der Welt. Also eine ganz spannende Rede, wo ich wirklich, das kann nicht wahr sein. Und jetzt nach dieser Rede kommt der Macron noch mit einer Idee um die Ecke. Da muss man ja auch wissen, Atomdeal mit dem Iran, Atomabkommen. Die EU verstößt ja auch gegen das Abkommen mit dem Atomabkommen mit dem Iran. Da verstößt die EU auch gegen, weil laut Abkommen hat sich die EU verpflichtet, den Handel mit dem Iran aufrechtzuhalten, was sie nicht tut, aus Angst vor den USA. Und darum sagt der Iran ja auch, okay, dann muss ich jetzt irgendwas machen, wenn die EU nicht ihr Wort hält. Und dann hat Macron versucht, das zu entschärfen, indem er sagt, okay, wir können jetzt gerade euer Öl nicht kaufen, aber wir können euch schon mal 15 Milliarden Vorkasse zahlen, als Kredit sozusagen oder Vorkasse, für Öl, das wir in Zukunft dann bei euch kaufen. So nach dem Motto, Geld kriegt ihr schon mal, liefern dann, wir nehmen es dann später, wenn die USA nicht mehr so böse sind. Ganz spannendes Thema, und aber die USA scheinen die Idee nicht so gut zu finden, dass der Iran 15 Milliarden kriegen soll. Also ich weiß wirklich nicht, was der Macron da gerade verzaubert. Also in seiner Rede hat er auch gesagt, dass das natürlich alles irgendwie Plan seiner, Teil seiner großen Idee ist für ein großes, geeintes Europa. Der ist ja, will ja sehr viel Kompetenzen an Brüssel abgeben, am gemeinsamen EU-Haushalt und was nicht alles. Ob das jetzt nur irgendwelche kleine Nebelwolken sind, mit denen er dann die Skeptiker überzeugen will, doch alles nach Brüssel abzugeben, nach dem Motto, nur geeint sind wir stark. Oder ob er es ernst meint und tatsächlich verstanden hat, dass Russland im Grunde, dass Europa ohne Russland nicht kann oder die EU ohne Russland nicht kann. Ich weiß es nicht. Also er macht im Augenblick Dinge, die ich nicht verstehe. Und ich habe deshalb auch sein Verhalten in meinen Artikeln nicht groß kommentiert, sondern eigentlich mehr übersetzt, was ich so gefunden habe. Ich denke, wir müssen abwarten, was der Macron tatsächlich am Ende tut. Bisher sind es Reden. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass das russische Fernsehen über das Treffen von Putin und Macron sehr positiv berichtet hat. Man weiß nicht, was die sich da erzählt haben. Also man muss wirklich mal abwarten, was der Macron in der nächsten Zeit tut. Was er erzählt, ja, passt nicht zu dem, was er früher gemacht hat, aber was er erzählt, wäre vernünftig, wenn er es dann ernst meint. Also ganz schwer zu raten. Es ist im Augenblick für mich völlig undurchschaubar. Es passt das, was er gesagt hat und was er jetzt sagt, nicht zusammen. Hast du gelesen, wie diese Ankündigung von Macron in Amerika aufgenommen worden ist? Gibt es da Stimmen? Weil jeder, der nur ein bisschen sich Richtung Russland aufmacht, wird ja eigentlich schon fast medial an die Wand gestellt. Hast du irgendwas aufgeschnappt? Komischerweise war die Reaktion, die ich gefunden habe, auf diese Rede von Macron ausgesprochen bescheiden. Also in Deutschland gab es gar keinen Bericht. Die Russen haben berichtet, ne? Die fanden es toll. In Frankreich, glaube ich, wurde es auch berichtet. Irgendeine Leserin, die in Frankreich lebt, hat mir was zu geschrieben. Ich habe aber auch, die Russen hätten es ja erzählt, wenn die Amerikaner dann im Dreieck gesprungen werden vor Wut. Ich glaube, die Amerikaner haben das auch irgendwie mit Erstaunen zur Kenntnis genommen und sind etwas sprachlos. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, was dahinter steckt. Ist das eine Finte oder meint das ernst? Also es ist für mich im Augenblick nicht zu verstehen, was der Macron macht. Was er tut im Augenblick, passt nicht zu dem, was er bisher getan hat. Oder was er sagt, passt nicht zu dem. Und ich denke jetzt einfach mal 3-4 Monate abwarten, was tut er tatsächlich? Passt das zu dem, was er jetzt erzählt? Weil für mich ist es im Augenblick alles nicht ganz verständlich, was bei dem Macron abläuft. Ist es ein taktisches Manöver vielleicht? Gibt es irgendwelche Wahlen in Frankreich, die jetzt anstehen? Oder irgendwelche Nationalratsversammlungen, irgendwelche Geschichten, Abstimmungen? Wüsste ich nicht. Und ich wüsste auch nicht, dass Macron in Frankreich jetzt so viele Punkte sammeln kann, wenn er sagt, ich freue mich mit Iran und Russland an. Ich glaube nicht, dass das die Probleme sind, die Franzosen in erster Linie interessieren. Ja. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, was dahinter steckt. Also ich sehe die Berichte ständig, ich übersetze dann einen Teil davon, und weil man ja auch nicht alles schafft. Aber was dahinter steckt, ich bin im Augenblick sehr ratlos. Muss ich ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Ich weiß ja, dass du an dem Thema dranbleibst. Also ich warte schon drauf, wenn sich da neue Entwicklungen ergeben. Schauen wir nach Deutschland. Deutschland war in der letzten Woche
Also im Vorfeld der letzten Woche, des letzten Wochenendes, also der Wahl zum 1. September, gab es sehr viel mediale Unruhe. Es wurde über Prognosen gesprochen, es wurde über Wahlbeteiligung geredet, es wurden verschiedene Szenarien an die Wand gemalt, was denn das bedeuten würde, wenn tatsächlich die AfD in einem der Bundesländer Brandenburg oder Berlin tatsächlich die Mehrheit an Stimmen gewinnen würde und so weiter und so fort. Und dann habe ich jetzt die letzten Tage so ein bisschen Schlagzeilen gelesen, großes Aufatmen, es ist doch nicht so schlimm geworden und edgy badge, so ein bisschen kommt mir das vor. Würdest du mit uns vielleicht deine Gedanken teilen? Wie schätzt du als politischer Beobachter, wie schätzt du denn das Ergebnis der Wahl vom letzten Sonntag ein? Und was glaubst du, welche Impulse davon jetzt ausgehen? Oder wird es jetzt einfach so, was denkst du einfach? Ja, also fällt mir jetzt gerade ein Link ein, den ich auch mal aufzeige. Was mir dazu auffällt, ist schon mal erstmal Folgendes. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass im Osten jetzt die AfD die Linke als Volkspartei verdrängt. Ich habe dazu auch einen ausführlichen Artikel geschrieben, weil ich einfach, wenn man sich die unsere Freunde im Osten anguckt, die sind ja in der DDR aufgezogen worden und erzogen worden, aufgewachsen mit dem Thema, nicht nur DDR ist ein sozialistisches linkes Land, sozial und so, sondern auch, die haben ja gelernt, noch stolz auf ihre Nation, auf ihre Leistung, auf ihre Errungenschaften zu sein. Das war ja Teil der Propaganda. Und die Linke hat ja den sozialen Teil sehr gut abgedeckt, aber hat ja auf dem Weg ins westliche Parteiensystem den anderen Teil nach dem Motto, wir können auch stolz sein auf das, was wir sind, sehr vergessen. Und auch das Ding, was in der DDR ein Thema war, ne? Wir sind, ne, eine Nation und so, das hat die Linke sehr verdrängt. Und jetzt, das war 30 Jahre wurscht, aber jetzt, wo plötzlich die Leute im Osten sehen, ihre Welt verändert sich, erinnern sie sich dran und die Linke hat das Thema verpasst und die AfD hat es besetzt. So, und die AfD hat damit die Wahl gewonnen. So ist meine verkürzte, vereinfachte Analyse, dass die Leute eben im Osten ja ein Thema entdeckt haben, aufgrund der Veränderungen, die sie erleben, das sie 30 Jahre eigentlich nicht interessiert hat, aber das eben im Hinterkopf bei denen da war. So, und das ist ein Thema, ich wollte jetzt mal ganz kurz, das kann ich jetzt gleich mal zeigen, ja. Und zwar habe ich eine Sache gefunden hat mir einer geschickt auf Facebook von einer CDU in Nutetal. Und zwar, der Punkt ist ja der folgende. Es wird ja mal behauptet von den bösen Verschwörungstheoretikern, dass die ganzen deutschen etablierten Parteien eine Einheitspartei wäre, so wie die Blockparteien in der DDR. Ja? Ja, wird ja behauptet. So, und dann sind die alle ganz böse und sagen, nein, wir sind ja so furchtbar unterschiedlich und überhaupt. Das ist ein Wahlplakat gewesen der CDU Nutetal. Also wer jetzt Verschwörungstheorie bei Blockpartei, das wird jetzt schwierig. Ist geil, oder? Ich komme jetzt nicht ganz mit. Erklär mir mal bitte, was jetzt dein Gedanke ist gerade. Ist ganz einfach. Alle Parteien, die etablierten Parteien, Grüne, Links, CDU, SPD, haben ein gemeinsames Wahlplakat gemacht gegen die AfD. Ach jetzt, okay, scheißegal, wen ihr wählt, nur nicht die. Ich war jetzt bei der Farbe gerade eben, so was das Farbe mir sagen soll. Nein, okay, ja. Ist der Witz. Mhm. Ja, also es ist, wir stehen für nichts mehr, es ist egal. Wir haben kein eigenes Programm, Hauptsache ihr wählt die AfD nicht. Also das völlige Gegenteil von dem, was man immer hört, wir sind so verschieden und so pluralistisch, nein, wir sind alle das Gleiche, ist mal ein lustiges Wahlplakat gewesen. Ja, das ist natürlich für eine Demokratie tödlich, wenn sich alle etablierten Parteien zusammentun, weil genau dann hört das auf, was eine Demokratie ausmacht, nämlich die Unterschiede und die Wahlmöglichkeiten. Mhm. Das heißt nicht, dass ich für die AfD bin, ich sage es immer wieder, ich bin überparteilich, ich habe mit keiner Partei was am Hut, ich würde auch keine wählen, aber wenn sich die etablierten Parteien so derartig selber in einen Topf schmeißen, dann müssen sie nicht wundern, wenn ihre Gegner ihnen in den Kopf werfen, sie sind Blockparteien. So. Das ist einfach eine Sache, die mir da auffällt. Und das auf der Welle reitet natürlich jetzt die AfD. In allen Landesparlamenten tun sich alle Restparteien der etablierten Gruppe zusammen. Jetzt soll es sogar CDU, SPD und Grüne in Sachsen geben. CDU und Grüne sind sich Spinnefeind. Die gehen nicht einmal zusammen auf Toilette. Wenn sie dringend müssen, dann warten sie, bis der andere wieder draußen ist. So, und jetzt wollen die eine Koalition machen, nur um die AfD zu verhindern. Also das ist einfach so ein Zeichen. Und da wird die AfD darauf reiten und werden sagen, siehst du, ne, es ist doch so, wie wir sagen.
ob es jetzt stimmt und egal, aber die AfD wird es nutzen und sie hat ein Argument. Und das spielen die Parteien jetzt zu. Blöd. Also dumm, dümmer Parteien. Ich bin gerade am Denken, ob die Grünen und die CDU wirklich gemeinsam aufs Klo gehen würden, weil die wissen gar nicht, welche Tür sie nehmen sollen. Ne? Da gibt es ja auch so ein Thema. Es gibt ja inzwischen drei bei den Grünen. Anderes Thema. genau. Vermintes Gebiet. War ja auch nur den Bein. Aber etwas anderes hast du ausgegraben. Und zwar hast du einen Artikel geschrieben, dass es in einem Wahlkreis tatsächlich 121% Wahlbeteiligung gab. Und das klang ja schon fast so, wie es unsere Medien in irgendwelchen Bananenrepubliken vermuten. Wie kam es denn dazu und wie muss man diesen Artikel einordnen? Ja, ich werde es zeigen. Der Artikel ist ein klassisches Beispiel dafür, dass auch wir Fehler machen können. ich habe also nur festgestellt, es gibt tatsächlich einen Wahlkreis in Sachsen, das ist der Wahlkreis warte mal, wie ist er? Der hat so einen schicken Namen. Habe ich jetzt vergessen. Der ist ja aber irgendwo. Klar, Königstein. Königstein in der sächsischen Schweiz. Und da tatsächlich, ich habe also eine Mail bekommen oder eine WhatsApp, da gab es plötzlich 121% Wahlbeteiligung, konnte ich gar nicht glauben. Dann dachte ich, naja, wofür haben die Seite vom Landeswahlleiter mit den offiziellen Ergebnissen? Und tatsächlich, beim Landeswahlleiter stand es auch mit 121%. Und dann habe ich einen Artikel geschrieben, weil ich das einfach nicht fassen konnte. Da war ich zu schnell. Normalerweise warte ich mit Artikeln immer einen Tag und denke und suche nochmal nach. Hier habe ich mich verleiten lassen. Aber ich habe super Leser, muss ich mal sagen an dieser Stelle. Es hat keine 20, 30 Minuten gedauert, da kamen die ersten E-Mails. Oh, guck mal die Briefwahl an. Und ich habe den Artikel also inzwischen, muss ich jetzt sagen dazu, wenn ich einen Fehler mache, lasse ich ihn stehen. Ich hätte den Artikel vom Netz nehmen können, mache ich nicht. Wenn ich einen Fehler mache, stehe ich dazu. Ich baue in den Artikel dann hinterher eine Korrektur ein. Also ich schreibe rein in Fettschrift, Achtung, da ist das und das passiert. Aber ich lasse das Original stehen. Das ist das, was mich auch bei den Mainstream-Medien freuen würde, wenn sie zu ihren Fehlern stehen würden, sagen, den haben wir gemacht. Und so ist es passiert. Es ist also Folgendes passiert. Das Wahllokal Königstein sammelt auch die Briefwahlunterlagen für 4 umliegende Gemeinden ein. Und so kam es, dass durch die Briefwahlunterlagen der umliegenden Gemeinden, das waren insgesamt 6.000 oder 7.000 Wahlberechtigte, dadurch die Wahlbeteiligung in Königstein plötzlich in die Höhe geschossen ist. Aber wie gesagt, die Zahlen stimmen. Also da ist wohl nichts passiert, was man jetzt wirklich kritisieren kann. Das ist alles wirklich im Rahmen Wahlbeteiligung, wenn man die 4 betroffenen Bezirke zusammenlegt, passt das alles ganz ordentlich. Mein kleiner Vorwurf an dieser Stelle geht an die Landeswahlleitung, denn ich weiß ja, dass auch andere dieses Ding entdeckt haben. Ich habe es ja auch erst als Link überhaupt bekommen. Die Landeswahlleitung hat nämlich es versäumt, bei den Wahllisten, und das zeige ich jetzt auf den Screenshots, die ich dazu habe, wie ich drauf gekommen bin. Also hier ist die Seite der Landeswahlleitung und dann kann man das sehen und kann deutlich sehen, ne, Wahlberechtigte 1722 in Königstein, Wähler 2083. Und da hätte der Landeswahlleiter eigentlich schreiben können, darunter Wahlschein und da steht ein X nach dem Motto, weiß ich nicht. Wenn sie die Briefwahlunterlagen getrennt ausgewiesen hätten, dann hätte man es gleich gemerkt. Offensichtlich werden diese Briefwahldaten erst beim amtlichen Endergebnis in ein paar Wochen eingetragen. Das lädt zu Missverständnissen ein. Mhm. Also in einem Satz, es gab keine Manipulation für oder gegen die AfD, sondern das war einfach schlecht ausgedrückt. Ich habe es nicht nachgezählt. Also ich kann aber nur eins sagen, wenn man jetzt sagt, wir haben 4 Wahllokale, die ihre Briefwahl in einen Topf schmeißen, dann muss ich auch alle 4 Wahllokale zusammennehmen. Und dann habe ich in diesen Wahllokalen, also in diesen 5 Dörfern zusammen, oder Kleinstädten, ich will kein Böse machen da unten, ich war noch nicht in Kleinstein, jedenfalls habe ich in diesen 5 Bezirken gemeinsam eine Wahlbeteiligung von 74%. Die ist in Ordnung, zumal dieser Wahlkreis Ostschweiz, Sächsische Ostschweiz 4 heißt er, glaube ich, insgesamt eine Wahlbeteiligung von 70% hat. Jetzt hat diese kleine Ecke 74. Das passt alles. Also da ist jetzt kein Ausreißer bei irgendwelchen Zahlen, die ich von hier aus überprüfen kann. Ja, also die ursprüngliche Aussage war, da kann was nicht stimmen, weil 121% Wahlbeteiligung, wenn man die Zahlen zusammennimmt, die da betroffen sind, sind es 74% und das ist durchaus in der Gegend anscheinend normal. Die haben anscheinend hohe Wahlbeteiligung.
Ich habe auch nach Sachsen angeguckt. Es geht gegen den mit 75% Wahlbeteiligung, es gibt gegen den mit 60%. Das ist durchs Land so ein bisschen hin und her, gibt eine Schwankung. Es ist keinerlei auffällige Zahl dabei. Hat irgendjemand versucht, aus dieser Meldung Kapital zu schlagen? Also sprich, gab es Aufregungen über diese Meldung oder ist das einfach jetzt also eine Nachricht nebenbei gewesen? Kann jeder googeln. Ich habe es jetzt nicht gegoogelt. Ich habe meinen Artikel wirklich wesentlich sehr schnell korrigiert, eben gleich dann eingefügt. Mhm. In Fettschrift zeige ich auch nochmal. Ich zeige mal, wie das geht. Wenn man es, wenn auch die Medien das so machen würden, wäre ich froh. Also hier war der Artikel. Und dann habe ich hier den zweiten Absatz. Den habe ich gleich eingefügt. Also als ich merkte, oh, da stimmt was nicht. Ne? Achtung, bitte auf jeden Fall Nachträge lesen, wenn Fehler unterlaufen und so weiter und so fort. Es kann eine andere Erklärung geben. Ich lasse aber den Artikel so, wie er war, stehen. Also ihr könnt sehen, was ich geschrieben habe und könnt dann eben am Ende sehen, hier ist die mögliche Erklärung und so weiter und so fort. Und dann kommen die Nachträge nachher noch. Also das heißt, das ist alles so, dass man sagen kann, ich habe eine Erklärung, warum es passiert ist. Okay. Ja, so, und ich werde auch noch mal einen Sonderartikel drüber schreiben, weil ich es wichtig finde, wenn man Fehler macht, das ist jetzt der zweite in anderthalb Jahren, der mir unterlaufen ist, der andere war unwichtig, aber den habe ich auch so korrigiert, dann finde ich es wichtig, dass man dazu steht und sagt, okay, den Fehler habe ich gemacht, weil, nicht weil ich lügen wollte, sondern das ist passiert und hiermit ist es korrigiert. Wie stehst du denn zu dem Wahlergebnis selber? Haben wir gar nicht drüber gesprochen jetzt. Warst du mit dem Ergebnis, warst du über das Ergebnis überrascht oder hast du mit sowas gerechnet? Ja gut, die Umfragen haben es ja vorher gesagt. Also da ist jetzt nichts Überraschendes bei. Also die Umfragen sagten, CDU wird stärkste Partei, AfD wird zweite. Da ist jetzt nichts, was mich schwer überrascht hätte, muss ich sagen. Also das war zu erwarten. Das war aus den Umfragen zu sehen. Das ist aus der Stimmung, die man da sieht, in den Landesteilen zu sehen. Hat mich jetzt nichts dran überrascht. Was anscheinend noch funktioniert hat, die AfD hat ja ein Problem mit ihren Wahllisten da, dass da Leute rausgestrichen wurden. Anscheinend hat die AfD so viele, da bestand ja die Gefahr, dass die AfD weniger Abgeordnete bekommt, als sie Stimmen bekommen hätte. Was ja die definitiv undemokratische Verfälschung des Wahlergebnisses gewesen wäre. Egal zugunsten welcher Partei in der Demokratie, muss das Wahlergebnis abgebildet werden im Parlament. Und anscheinend hat die AfD so viele Direktmandate bekommen, dass sie alle Plätze, die sie bekommen hat, auch besetzt hat. Also Gott sei Dank ist da der Wählerwille nicht verfälscht worden. Wie gesagt, egal. Und wenn die Grünen 70% gekriegt hätten und dass ich die Grünen nicht mag, weiß jeder. Ich würde auch dafür kämpfen, dass sie alle Plätze besetzen können, weil es ist demokratische Wahl. Und ich muss ja nicht jede demokratische Wahl der Menschen gut finden. Aber als Demokrat muss ich sagen, wenn so abgestimmt würde, gehört es auch so ins Parlament. Das muss ich anerkennen. Ich muss ja nicht alles gut finden, aber anerkennen muss ich es. So, also von daher das zum Thema Sachsen. Ist wenig Überraschendes. Ja, also es war zu erwarten, dass es so kommt. Und wenn es den Medien gelingt, das Thema, was da zwischen der Türkei mit dem Flüchtlingsdeal der EU und Griechenland läuft, unter den Teppich zu halten, dann wird in Thüringen auch kein großer Aussetzer passieren. Wenn aber zwei Wochen vorher das Griechenland platzt und die sich auf den Weg machen, will ich nicht wissen, wie die Wahl in Thüringen ausgeht. Wird es anders werden, ja. Thomas, uns läuft ein bisschen die Zeit davon heute. Lass uns noch auf ein Thema schauen, das dir auch quasi in den Schoß gefallen ist. Es geht um eine Debatte, die in unserer Zeit hier, in unserer Gesellschaft ziemlich groß geführt wird. Es geht um Gender, die ganze Gender-Mainstream-Geschichte, also mehrere Geschlechter und ich will gar nicht drüber sprechen. Ich sage einfach nur Gender. Es gibt aber Länder, die sehen das anders. Du hast einen Artikel aus dem russischen Fernsehen übersetzt. Kannst du uns mal mitnehmen, wie dieses Thema in Russland betrachtet wird? Ja, also der Witz ist ja folgender. Dadurch, dass ich hier wohne, ist das Ding an mir völlig vorbeigelaufen. Ich weiß, noch 2015 habe ich Leute kennengelernt, die hier waren auf Projektarbeit, Deutsche. Und die haben mir davon erzählt, da habe ich noch gedacht, die wollen mich verarschen, weil ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Inzwischen weiß ich natürlich, dass es tatsächlich sowas gibt und dass es Lehrstühle für den Quatsch gibt. Die Russen finden es lustig. In Russland gibt es das Thema nicht. Die Russen haben das ganze Gender-Thema überhaupt nicht. Aber das russische Fernsehen berichtet immer mal wieder mit ziemlich staunenden Augen darüber, was da im Westen so alles passiert. Und den habe ich eben mal wieder einen übersetzt. Es gab schon mehrere, habe ich hier auch schon verlinkt. Es gab schon mehrere solche Beiträge im russischen Fernsehen. Danach werde ich immer von Freunden gefragt, ist das wirklich so? Und ich muss dann immer sagen, ja Gott, was soll ich dazu erzählen? So, und die haben also jetzt hier eben in Russland, fanden sie es also, haben sich breit darüber ausgelassen, dass zum Beispiel beim Filmfest in Venedig nun
ja, dass noch alles relativ ordentlich abläuft, obwohl es inzwischen da sogar schon einen goldenen Löwen oder wie Sie sagten, einen bunten Löwen für den besten Film zur Unterstützung der LGBT, ABC, ich weiß nicht, wie die heißt, die, ne? Also diese bunten, queeren, LGBT, ne? Oder Kim, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. Ja, ja. Ja, LGBT, okay. So, also auf jeden Fall, da gibt es jetzt extra einen Filmpreis schon in Venedig für den Film, der das am besten unterstützt hat. Und in Cannes ist es ja inzwischen so, da geht es ja nicht mehr darum, wer den besten Film gemacht hat, sondern da gibt es ja jetzt auch eine Frauenquote. Es muss also 50% von Regisseurinnen sein. Und auch in der Jury jetzt 50% Frauen. Da haben die Russen sich drüber kaputt gelacht, aber sagt, okay, das ist Kultur, da kann man das so machen. Aber anscheinend gab es, das habe ich auch kurz recherchiert, die gab es tatsächlich, irgendeine IT-Konferenz in Dresden. Und da haben sie dann so einen Wettbewerb gehabt oder eben die Auswahl, wer da auftreten darf, wer da reden darf. Und dann sind von irgendwie 200 Keksbewerbern 39 ausgewählt worden. Und das konnten die Russen, die haben sich also totgelacht, liest den Artikel. Dann kam also, ja, das waren 39 Männer. So, und dann ging das Geschrei los, wie keine Frau. Und als sie dann feststellten, das waren noch 39 weiße Männer, da wurde die Konferenz dann abgesagt. das geht dann gar nicht. Und da haben die Russen nur gesagt, ja, also ne, gut, Kultur macht, was ihr wollt. Aber liebe Leute, in wissenschaftlichen Themen, da kann es doch nicht darum gehen, welches Geschlecht oder welche Hautfarbe einer hat, sondern darum, was einer erzählt. Und das, wie gesagt, die Russen haben dann ein Riesenproblem, das zu verstehen. Und die gucken das an und finden es irgendwie lustig, was da im Westen läuft. Mhm. Und können es also nicht wirklich fassen. Wie gesagt, wenn solche Reportagen im russischen Fernsehen laufen, dann rufen mich wirklich Freunde an und sagen, Thomas, ist das so? Und ich sage, ja, leider ja, die verarschen euch nicht, das ist wirklich so im Westen. Das können die Russen nicht glauben. Die können sich gar nicht vorstellen, dass es so einen Quatsch gibt. Also ich muss jetzt mal kurz nachhaken. Also ich bin eigentlich ein Fan von Gleichberechtigung. Also mir wäre es recht, wenn mehr Frauen in Führungspositionen wären und die gleichen Rechte hätten, auch die gleiche Kohle verdienen würden und so weiter und so fort. Ja. Das ist ja das Problem. In Russland gibt es das Problem nicht. Es gibt auch keinen Feminismus. Weil der Sozialismus hat schon in den 20er Jahren, vor 100 Jahren eingeführt, Frauen müssen arbeiten. Es gab Kindergärten und Familie und Kind war vereinbar. Frauen haben gearbeitet, haben Karriere gemacht. So, und dann passiert Folgendes, das ist bis heute in Russland so, du kriegst heute als Frau, ich kenne Frauen, die sagen, mit Mitte 30, ich habe jetzt nicht geheiratet, aber ein Kind will ich, dann lassen sie sich wirklich, klingt blöd, aber lassen sie sich ein Kind machen, weil sie ein Kind haben wollen und machen es eben alleine, weil das geht. Du kannst, also es gibt Kindergärten, du kannst das Kind tagsüber betreuen lassen, wenn du arbeitest, du kriegst es unter einen Hut. Und in Russland, dazu habe ich einen Artikel geschrieben, der ist da drin verlinkt, ist es so, und das kann ich belegen, und das habe ich belegt, in Russland ist der Anteil weiblicher Führungskräfte bei 40%. Ohne Frauenquote, ohne Feminismus, ohne all das ganze Theater, und damit ist Russland in Europa Platz 5, was den Anteil von Frauen in Führungspositionen angeht. Mhm. Das heißt, die Russen haben Gleichberechtigung, überhaupt gar kein Problem. Die Frauen verdienen genauso viel. 40% der Frauen sind also 40% der Führungskräfte sind bei Frauen. Als ich vor 15 Jahren Vorstand in einer Versicherung in Moskau war, da waren im Vorstand 10 Leute. Und von diesen 10 Leuten waren 5 Männer und 5 Frauen. In meinem Ressort hatte ich 4 Abteilungen unter mir. Und in dem Abteil, als ich kam, waren 2 Frauen und 4 Männer Abteilungsleiter. Ich musste dann personell 2 Leute austauschen. Als ich gegangen bin, waren sogar 4 Frauen und 2 Männer bei mir Abteilungsleiter. Das ist bei den Russen wirklich egal. Die gucken auf Qualifikation. Also diese ganze Feminismusdebatte, die ihr im Westen kennt, die russischen Frauen lachen am lautesten drüber. Weil es das in Russland nicht gibt. Also ne, 40%, das ist mehr als jede deutsche Quote fordert, 40% Frauen in Führungspositionen. Das ist in Russland normal. Da redet auch keiner drüber. Wer hätte das gedacht? Ja, darum sage ich ja, die Russen finden diese Debatten lustig, weil die sagen, das, was ideologisiert ihr den Mist, macht's doch einfach. Mhm, ja, und darum, also Gleichberechtigung ist überhaupt gar kein Problem in Russland. Und die Russen, das würde jetzt zu weit führen, ne? Die Russen haben ja noch ein sehr konservatives Rollenbild, aber das bedeutet, die Frau kann durchaus in Führungsposition sein, aber sie findet es trotzdem nicht, wenn der Mann ihr die Tür aufhält und einen Mantel hilft. Oder was der Deutsche, von dem ich erzählt habe, der hier beim Projekt war, das war eine deutsche Firma oder deutsch-russisch, und die Chefin war eine Russin. Die war Mitte 40, sah toll aus und kam in High Heels und Minirock. Aber da ist keiner auf die Idee gekommen, auf der Sitzung ihre Qualifikation anzuzweifeln. Die kam, sie sagte, ich bin eine Frau, ich will als Frau wahrgenommen werden
Die hat sich also nicht in so einem Sack versteckt, sondern kam wirklich schick ausgeputzt und so, aber die war die Chefin. Und Minirock und High Heels hat ihr keiner übel genommen. Das ist den Russen völlig egal. Die gucken auf so einen Blödsinn nicht. Die sagen, oh, die kann was, der höre ich zu. Mhm. So, und das ist tatsächlich in Russland völlig anders. Das ist Deutschen auch schwer zu vermitteln. Das muss man erlebt haben. Okay. Das muss man wirklich erlebt haben. Das ist hier völlig anders. Okay. Habe ich so noch nicht, haben wir auch noch nie so drüber gesprochen, glaube ich, gell? Das ja, in unserer Russland-Sondersendung kam die Frage nicht. Wenn die Frage gekommen wäre, hätten wir es dann. Das ist tatsächlich so. Das ist überhaupt kein Thema. Lieber Thomas, wir sind durch mit unseren Fragen und ich würde sagen, lass uns hier einen Punkt machen, weil in dieser Klimaanlage kommt mein Husten gerade durch, bevor ich hier allen noch die Ohren durchblase. Ich muss dir auch mal jetzt von hier aus den Orden Held der Arbeit verleihen, weil wie du dich am Telefon angehört hast und wie es dir heute und gestern gegangen ist, Hut ab, dass wir die Sendung heute irgendwie hingekriegt haben. Ja. Du hast dich echt ich hatte viel gut durchgesteppt. Man hat schlicht es dir geht, also von daher, ja. Wir sind durch. Mach mal einen Deckel drauf. Liebe Zuschauer. Ja, komm, vergessen wir. Also Leute, heute war es improvisiert. Gut. Wir sehen uns. Ja, Robert, sag ein Schlusswort. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen, diesmal nicht, dann wieder nicht vorm Aquarium, sondern dann bin ich bestimmt wieder woanders auf der Welt unterwegs. Thomas, ich danke dir nochmal für deine ganzen Gedanken, für deine Artikel und deine Arbeit. Bleibt uns treu, schaltet wieder ein beim nächsten Mal bei Tacheles. Wir sind raus. Danke, tschüss.